Genau genommen gab es schon vorher ein Zelda-Spiel, in dem wir Zelda gespielt haben, nämlich Zelda's Adventure für den Philips CD-i. As a player, you will adopt the personality of our heroine, Princess Zelda. Darum geht es heute aber leider nicht. Zelda Echoes of Wisdom, das Zelda-Spiel, in dem wir Tische machen und Gegner mit Gegnern töten. Was taugt dieses Spiel und wie gut sind die neuen Mechaniken wirklich? Meine Meinung dazu und noch viel mehr gibt es heute, let's go! Endlich gibt es keine Verwirrung. Das Spiel heißt The Legend of Zelda und wir spielen tatsächlich Zelda. Ist natürlich ein Big Plot Twist am Anfang. Wir besiegen als Link eine Kreatur, die aussieht wie Ganon und auf einmal sterben wir qualvoll und müssen in der Rolle von Zelda dieses Mal die Welt retten. Es geht für Link irgendwie nie gut aus, wenn er mit zu vielen Herzen in das Spiel startet. Dieses Spiel ist die wahre Begründung für die Timeline, in der Link besiegt wird. Wir haben nichts, um diese Welt zu retten. Keine Waffen oder irgendwas dergleichen. Gott sei Dank bekommen wir von unserem neuen Freund Try den Try-Stab und dieser Stab ist quasi das grundlegende Tool, mit dem wir das gesamte Spiel spielen. Wir können bestimmte Objekte und Gegner speichern und dann Doppelgänger von ihnen erschaffen. Es ist so simpel, aber ich bin dennoch schockiert, was für eine Freiheit man als Spieler dadurch bekommt. Es gibt quasi unendlich Möglichkeiten, dieses Spiel durchzuspielen und jeder Spieler hat eine andere Erfahrung beim Spielen. In Zelda war es ja normalerweise ein Ding, dass es irgendwo einen Schalter gab und man sich dachte, okay, da muss ich jetzt mit meinem Bogen oder Schleuder gegenschießen. In Echoes of Wisdom gibt es theoretisch unzählige Möglichkeiten, je nachdem, wie dieser Schalter gelegen ist. Für jeden Gegner gibt es eine Million Möglichkeiten, ihn zu besiegen, statt einfach mit dem Schwert draufschlagen zu müssen. Man lässt Gegner, die man zuvor besiegt hat, für einen kämpfen und das ist schon irgendwie Hype. Das ist wie diese Netflix-Show, wo Roboter gegeneinander kämpfen. Man feuert sein eigenes Monster an, hier die anderen Monster Platz zu machen. Combat in 2D-Zeldas war nie unbedingt das Highlight. Immer einen Knopf drücken, manchmal ein bisschen Schild und um den Gegner rumlaufen. Hier muss man manchmal echt überlegen, welches Monster aus seinem Repertoire hier die beste Option ist und es macht wirklich Spaß. Ich habe bei meinen Freunden beobachtet, dass wirklich jeder irgendwie ein anderes Go-To-Monster hat, mit dem er seine Gegner besiegt. Spammt ihr eure Gegner mit den Gürteltieren zu, die auf die Gegner zurollen? Manche Leute benutzen lieber den Ritter, der alles klein hackt oder dieses overpowerte Segen-Ding, vor dem wirklich niemand sicher ist. Nix und niemand schlägt aber mein Go-To-Monster. Den Wolf. Vertraut mir, es gibt nichts Befriedigenderes, als diesen Wolf zu beschwören und dabei zuzuschauen, wie er seine Beute reißt. Das Spiel lässt einem unfassbar viel Freiheit, die Welt so zu erkunden, wie man es will. Und euer bester Freund bei dieser Mission ist das Bett. Betten sind OP in diesem Spiel. Nicht nur kann man mit ihnen perfekte Brücken bauen oder eine Möglichkeit, sich hochzubauen, ähnlich wie in Minecraft, wenn man Dirt unter sich platziert. Man kann sich auch in sie reinlegen, um sich komplett wieder zu heilen, was fast schon ein wenig zu OP ist. Das Spiel ist echt nicht schwer und die Möglichkeit zu haben, sich wirklich nahezu überall einfach komplett hochheilen zu können, lässt quasi jede Challenge einfach so dahinschmelzen. Zu allem Überfluss bekommt man im Laufe des Spiels sogar noch krassere Betten, die noch schneller die Herzen wieder auffüllen. Als wäre das nicht schon so OP gewesen. Außerdem macht das jegliche Kochzutat, mit der man Smoothies für Heal-Items herstellen kann, komplett wertlos, weil wozu brauche ich Heal-Items? Ich habe die perfekte Medizin immer parat. Das kann problematisch werden, da Kochzutaten oft die Belohnung sind, die man bei vielen Sidequests bekommt, was sich direkt irgendwie unnötig anfühlt. Ich bin durch die halbe Welt gelatscht, damit ich Essen bekomme, was ich nie benutzen werde. Der Typ hätte mir auch einfach Scheiße schenken können und ich hätte mich wahrscheinlich mehr gefreut. Sidequests sind in dem Spiel so eine Sache. Die meisten sind wirklich nicht spannend und man bekommt als Belohnung echt irgendwas Unnötiges wie Rubine oder irgendein Kürbis. Auf der anderen Seite sind Herzteile, die ich als wichtiges und wertvolles Item bezeichnen würde, oft einfach so auf der Overworld am Chillen, nicht mal irgendwie krass versteckt. Man kann sich einfach gönnen. Trotzdem fällt es mir schwer, hier wirklich zu haten. Es ist alles einfach charmant gemacht und die Welt zu erkunden macht dadurch nur noch mehr Spaß, vor allem durch die Tools, die einem das Spiel gibt. Man kann in dem Spiel zwar nicht klettern, aber durch die Echoes, die man auf seiner Reise findet, kann man es quasi doch. Wenn man zum Beispiel ein Tornado-Monster nimmt und es auf einem Bett abfeuert, kann man sich komplett wegschleudern lassen. Habe ich schon erwähnt, dass Betten OP sind? Außerdem habe ich es irgendwie in das Spiel geschafft.
Ich kann verstehen, dass alteingesessene Fans der Reihe nach Breath of the Wild und Tears of the Kingdom enttäuscht waren, als sie gesehen haben, dass dieses Spiel hier wieder was anderes ist als ein klassisches Zelda. Aber ist es wirklich so anders? Unsere Aufgabe ist es, Hyrule vor den Rissen zu bewahren, die sich seit Links Niederlage überall ausgebreitet haben, und unsere Reise verschlägt uns in verschiedene Teile des Landes. Vulkan, Wasser, Sumpf. Um die Risse zu schließen, müssen wir Dungeons in diesen Gebieten erledigen. Vulkan, Wasser, Sumpf. Im Kern ist es wirklich so klassisch, wie ein klassisches Zelda nur sein kann, nur dass wir dieses Mal die Echoes haben statt einem Schwert. Auf der Overworld gibt es unzählige Höhlen, die quasi Dungeons Light sind. Ich war manchmal überrascht, wie umfangreich die sein können. Selbst sowas wie Dungeon Items gibt es hier, nur halt in Form eines Echoes, den wir innerhalb des Dungeons bekommen und anschließend viele Rätsel auf genau dieses Echo ausgelegt sind. Quasi also sowas wie ein Dungeon Item, nur dass es nicht buchstäblich ein Item ist, sondern etwas, was du erschaffen musst. Fehlerfrei ist das alles natürlich nicht. Zum Beispiel nervt es im späteren Verlauf des Spiels wirklich, sich in dem Menü zurechtzufinden, da Nintendo irgendwie diese Obsession mit unhandlichen UIs hat. Auch schon in Tears of the Kingdom hat diese Art der waagerechten Linie, die man komplett durchscrollen muss, super genervt, und hier ist das wirklich Endgegner. Es gibt keine Möglichkeit, diese Schnellauswahl selber zu sortieren, und vor allem, wenn man ein bestimmtes Objekt sucht, das man lange nicht mehr verwendet hat, verwandelt sich das Spiel in Wo ist Walther? Ein Lösungsvorschlag von mir wären zum Beispiel Auswahlräder oder die Möglichkeit, die Sachen einfach selbst zu sortieren. Außerdem gibt es diese Schwertkampftransformation, mit der wir auf einmal doch wieder zu Link werden können, die ich als das Unnötigste im gesamten Spiel sehe. Ich weiß nicht, ob das eine unpopular Opinion ist, aber es wirkt wie etwas, das nur reingeworfen wurde, um die alten Fans der Reihe zu beruhigen, was finde ich aber gar nicht reinpasst und eher so wirkt, als hätte man nicht genug Vertrauen in die neue Idee gehabt. Ich habe diese Transformation original nur genutzt, um höher springen zu können, weil das aus irgendeinem Grund eine Sache in der Form ist. Das hat auch alle Kristalle, die man finden kann, um die Form noch stärker zu machen, für mich sofort wertlos gemacht, was direkt noch mehr Quests ohne gute Belohnung hinterlassen hat. Das alles wird jedoch von einer einzigen Quest wieder gut gemacht. Katzenkomplikation. Die Quest ist eigentlich simpel. Man lockt eine Katze mit Fleisch weg, um dort, wo sie eigentlich saß, ein bestimmtes Item auszugraben. Das Katzenkostüm. Das beste Item in gesamter Zelda History. Es ist generell ein Ding, dass man mit jedem Tier in dem Spiel reden kann. Also man spricht es an und es macht dann einen Sound. Ein süßes Feature, wie ich anfangs dachte. Mit dem Katzenkostüm kann man aber buchstäblich mit Katzen reden, was die beste Mechanik im gesamten Spiel ist. Manche Katzen sind übel die Chiller und manche Katzen sind übel die Arschlöcher. Was soll das? Besonders Gerudo Valley war ein Paradies mit mehr Katzen, als sich Istanbul je wünschen könnte. Ich mag einfach den gesamten Vibe des Spiels. Es war für mich ein richtiges Feel-Good-Spiel, was sicherlich auch an dem süßen Artstyle liegt, gegen den ich durchaus die ein oder andere böse Stimme wettern gehört habe. Es ist genau dasselbe wie beim Link's Awakening Remake und das ist faul. Aber ja, mir echt egal. Wenn es Gegner gibt, die so aussehen, bin ich an Bord und jeden, der das ernsthaft hatet, stelle ich mir in etwa so vor. Also, wie ist Echoes of Wisdom so? Es hat definitiv seine Schwächen. Es ist manchmal zu leicht, zu fummelig und die Story ist auch nicht so interessant, weshalb ich sie hier kaum erwähnt habe. Außerdem hat das Spiel manchmal echt mit der Framerate zu kämpfen, was echt nicht sein muss bei einem Spiel wie diesem hier. Dennoch bin ich sehr überzeugt hiervon. Man bekommt hier eine offene Welt vorgelegt und diese Welt ist dein Spielplatz. Es ist super spaßig, hier alles Mögliche auszuprobieren und zu entdecken. Noch ein Spiel mit der Mechanik brauche ich persönlich auf jeden Fall nicht, da ich der Meinung bin, es wurde komplett ausgereizt, aber für so ein One-Off-Ding war es sehr erfrischend und hat viel Spaß gemacht. Auch wenn es sich fundamental anders spielt, bin ich sehr befriedigt, was mein Verlangen nach einem klassischen Zelda-Spiel angeht, und ich finde, der Spagat zwischen Altem und Neuem ist hier sehr gut gelungen.